Hallo zusammen. Ich begrüße euch heute zu einem weiteren und zu dem ersten Deus 2 Video mit mir. Ich entschuldige mich jetzt schon mal im Vorfeld für die Windgeräusche und für den schlechten Ton. Ich bin mit Bino heute das erste Mal nach dem Sturm, den wir gestern hatten, auf den Acker gefahren, auf einen freien Acker. Ja, heute möchte ich euch den Deus 2 vorstellen, den ich von meinem Sponsor www.abenteuer-schatzsuche.de vom Jochen Reifenrad gestellt bekommen habe. Und ich werde heute mal schauen, wie das Ganze so ist mit dem neuen Deus. Ja, zu meinen Programmen oder Programmen, die kennt ihr ja alle schon, die ich zum Deus 1 benutzt habe. Diese habe ich jetzt auch auf den Deus 2 gemacht. So, das zu Anfangs. Also, wir sehen uns gleich bei den Einstellungen mit dem Deus 2. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder. Also ich werde jetzt mal den Deus 2 anmachen. Es dauert einen Moment. Ich habe die V6 drauf, also die V06 Version, Software Version. Ich werde jetzt oben versuchen, den Außenlautsprecher mit anzumachen. So, jetzt zu meinem Programm. Ich werde heute mal hier mit dem Universalprogramm zu gehen, um einfach mal zu sehen, was er für eine Leistung auch in der Tiefe hat. Das Universalprogramm habe ich mit dem Programm Tief erstellt. So, jetzt gehen wir mal ins Menü zu den Einstellungen. Ich habe den Disk auf 2.0. Die Sensitive habe ich auf 96. Die Reaktions- oder fast die Suchfrequenz, die ist momentan die Weiche auf 5. Die Eisenlautstärke auf 1 und die Reaktionszeit auf 2. So, jetzt gehen wir mal, die Signalverstärkung auf 4. So, jetzt gehen wir unter Disk, die Expert, da haben wir den Dreiton, Kronkorken auf 0, Notch, den habe ich von 0 auf 6 gesetzt, weil ich eben den Disk ziemlich weit runter habe. Den Bodenfilter habe ich jetzt auf 0, um eben ein bisschen mehr Tiefe zu bekommen. Und wie gesagt, den Dreiton. So, jetzt werde ich den Bodenabgleich machen. Den Bodenabgleich mache ich wieder über Pumpen. Dazu muss man nicht erst ins Ground Balance Menü zu gehen. Ach. Ja, Ground reinzugehen. Man geht einfach hier jetzt über den Pinpointer. So, ich habe den... Ach, Quatsch. Ich drücke jetzt den Pinpointer-Knopf und mache jetzt mal den Bodenabgleich, so dass ihr das seht. Ich hoffe, dass man das jetzt so machen kann. So, mein Bodenabgleich ist jetzt auf 81 und das sind jetzt meine Einstellungen für den heutigen Tag. Wie gesagt, heute ist auch für mich der erste Tag auf Acker mit dem Deus 2 und ich werde mich gleich bei dem ersten Fund bei euch wieder melden. Also dann bis gleich. So, da bin ich beim ersten Signal. Das ist ein konstantes 82er Signal. So, was ich euch vorab sagen muss, wenn ihr Programme selber euch generiert, müsst ihr euch vorher mal bitte die Gebrauchsanweisung von dem Deus 2 durchlesen. Es ist zwar ein Multifrequenzdetektor, aber er arbeitet natürlich mit den Werksprogrammen, natürlich nicht mit allen Multifrequenzen, also oder mit allen Frequenzen gleichzeitig. Zum Beispiel bei dem Tief ist es so, dass er von der 4 kHz bis maximal zu der 14 kHz hoch hingeht, arbeitet. So bei dem General-Programm oder bei den anderen ist es so, da arbeitet er von 4 bis 40 kHz. Aber ich habe ja, wie gesagt, heute will ich das erste Mal ausprobieren, was er für eine Leistung bringt hier auf dem Acker. Und darum sind wir jetzt ja auch hier draußen. Und wie gesagt, für mich ist das auch heute eine Premiere auf dem Acker. Ihr seid mit dabei. Und wir haben jetzt, wie gesagt, den ersten Fund. Das Signal ist ein 82er. 82. Und was ich
euch sagen kann, jetzt ist es ein bisschen hin und her gesprungen, von 81 bis auf 84. Man kann sehen, dass der wirklich schon von der Signalstabilität oder Funderkennung sehr stabil läuft. Also das fällt mir schon mal vorab auf. Und vor allem, er ist ziemlich ruhig. So, nichtsdestotrotz, wir graben jetzt erstmal das Signal aus. Also bis gleich, ich packe jetzt erstmal die Fernbedienung weg, ihr seid mit dabei. Ja, wie gesagt, ihr müsst das entschuldigen, die Windgeräusche sind ziemlich stark. Wie gesagt, wir hatten ja gestern den Sturm. Pinus auch schon sehr gespannt, steht schon vor mir, wie ein Flitzebog. Hier ist auch Pinus, so dass ihr mal seht. So, wollen wir mal gucken. Wie gesagt, erste positive Signal auf dem Acker. So, gucken. Vielleicht ist es schon dabei. Ja? In dem Klotz ist da drin, also braucht die Schand. Machen wir das erstmal direkt platt. So, also muss er dabei liegen. So, Pino, willst du das nicht für mich kontrollieren? Nein! Ist klar, der alte Mann muss sich bücken. So, da haben wir es schon. Was ist es? Ich glaube, ein Stück Blech, oder? Ja, sieht so aus. Ja. Spielt ja keine Rolle. Ne, ein Stück Blech oder Blech? Schwer. Oh, geht, ne? Nicht so schwer. Ja, wie gesagt, ist ja auf jeden Fall Schrott ist es. Es ist also nichts Berauschendes. Aber wie gesagt, das ist mein erstes Signal mit dem Deus 2. Okay, dann sehen wir uns gleich beim nächsten Signal wieder. Bis gleich. Hier sind wir bei dem zweiten Signal, was ich habe. Der Acker ist schon gut abgelaufen. Ich hoffe, ihr hört mich alle. Und hört auch jetzt, sag ich mal, hier einen Ton, jetzt guckt. Ein 85er Signal, sehr stabil. Ich hoffe, das hört man all, weil der Wind ist extrem hier. Und da ich ja auch leider keinen Puschel habe oder kein externes Mikrofon, es läuft alles über das Mikrofon von der GoPro, sag ich schon, von der DJI. Aber wie gesagt, besser jedes leider nicht. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das heute bei diesem Video. Die nächsten werden besser, glaube ich. So. Wie gesagt, ganz sauberes Signal. Hier unten in der Ecke, da wo hier zwischen. Na, gucken. Also, es ist noch drin. Ach, die Kamera, die verabschiedet sich wieder nach unten. Ich muss mal gucken, ob ich sie feststellen kann. Ah. So. Erstmal den Knubbel hier weg. So. Vielleicht hier in der Ecke. So. Nein, ist noch drin. Also nehmen wir einen Pinpoint und hier in den Reck rein. Ich hoffe, dass er mich noch versteht und alles mitbekommt. Also in der Ecke ist es. So, draußen glaube ich. Ah, jetzt wieder rein in die Rutsch. So, ich glaube, ich habe es. Ja. Eine große Musketenkugel. Ja. Also, da weiß man auch, dass die fetten Dinger mit 85 reinkommen. Okay. Dann bis zum nächsten Fund. Bis gleich. So, hier haben wir das dritte Signal. Ein 96er. Ja, jetzt 95. Ja, hier ist jetzt auf 8, weil ich jetzt nicht genau schwenken kann. Aber ich kann es euch sagen, es ist wirklich 96 das Signal. Genau. So, ich packe wieder die Fernbedienung weg. Ihr seid beim Ausgraben mit dabei. So, nochmal hier. So, hier muss das so ungefähr sein.
draußen, ja. So, knackt ein bisschen. Kann ein Mischsignal sein. Jetzt würde ich fast sagen, das ist ein Eisensignal. So, den Haufen auch noch klein. So, wir gucken, was das ist. So, hier haben wir es. Das ist ein Eisennagel mit einem großen Kopf. Also wie gesagt, war erst auf 96, aber wie gesagt, durch den großen Kopf hinten drauf ist es das positive Signal. Okay, dann bis zum nächsten. So, hier sind wir bei dem vierten Signal, was ich habe. So, wir werden auch jetzt gleich mal was ausprobieren. Wie gesagt, ihr wisst ja, dass ich jetzt im Universalprogramm laufe von mir, was von 4 kHz bis 14 kHz geht. Hier haben wir wieder ein sauberes Signal von 86. Jetzt will ich aber eins machen. Ihr seid mit dabei. Wir werden das Programm jetzt umstellen auf ein Ackerprogramm. Wir werden jetzt runtergehen. Und vorab, das Ackerprogramm habe ich mit dem General generiert. Ich weiß zum Beispiel, dass das Sensitive FT das ehemalige HOT-Programm vom Deus 1 ist. Aber da General das erste Programm basierend auf alle anderen ersten vier Programme von dem Deus 2 basiert, denke ich mir, ist das General auch basierend auf dem HOT-Programm. Darum habe ich das mit dem General gemacht. Ich kann es aber auch später mal mit dem Sensitive FT machen. Aber wir gehen jetzt mal runter auf das Ackerprogramm. Ich werde jetzt natürlich erstmal alle anderen Anpassungen vornehmen. Wir haben jetzt den Disk hier auf 4.0. Den Sensitive habe ich hier schon auf 96 vorgestellt. Die Frequenzweiche steht auf 5, die Eisenlautstärke auf 1, die Reaktionszeit auf 3, Signalverstärkung auf 4. Die machen wir jetzt erstmal auf 5.1 höher. So, wir gehen wieder auf Disk, Experteinstellung. Es ist ein 3-Ton-Programm, Kronkorken aus, Notch aus, Bodenfilter auf 1. So. Die Ground Balance, die werde ich jetzt wieder vornehmen. Dazu wieder den Pinpointer-Knopf gedrückt. 81. So, und jetzt gehen wir nochmal über die Stelle drüber und gucken, was wir jetzt für ein Signalstärke haben, mit welchem Wert das Ganze reinkommt. Auch mit 86. Okay, wir graben jetzt und ihr seid mit dabei. So, Fernbedienung erstmal wandert wieder in die Tasche. So ungefähr hier muss es sein. Das ist noch im Boden. Das ist ja für euch wichtig, wie die ganzen Programme. Oder ihr wollt ja wissen von mir, wie der Deus 2 läuft. Was ist draußen? Nein, oder? Nein, ist noch drin. Ich glaube, das ist tiefer gerutscht. Hier vielleicht runter. Nee, das ist doch drin. Also wir nehmen jetzt den Pinpointer. Wir gucken nach, wo es genau liegt. Ja? Also hier ist es bei, also hier in der Ecke. So, und was haben wir? Hier seht ihr es, ein Stück, ja, ich gehe mal davon aus, dass das ein Stück Blechrohr, Alurohr ist. So,
Aber heute ist es ja nicht wichtig, dass ich jetzt hier tolle Funde euch präsentiere. Ihr wollt ja wissen, wie komme ich mit dem Deos 2 gegenüber dem Deos 1 zurecht. Ich muss euch sagen, die Signale sind super stabil. Der Deos 2 ist super laufruhig. Also, das kann ich schon mal sagen. Im Gegensatz zum Deos 1, da müsst ihr natürlich schon extrem hoch mit den Einstellungen gehen. Da wird das Gerät ein bisschen unruhiger, aber wer sein Gerät kennt, den stört das Ganze nicht. Aber ich bin jetzt auch mal froh zu sehen, wie ihr seht, mit Sensitiv 96 stellt mal den Deos 1 ein, dann wisst ihr, wovon ich rede, was unruhig ist. Aber wie gesagt, er läuft jetzt hier super ruhig und auch die Diskussion in den momentan in den Facebook-Gruppen von wegen mit der 06 und ja, Aluminium, kann ich jetzt noch nicht sagen, ob das jetzt wirklich so ist. Also für mich läuft da bis jetzt einfach einwandfrei. Wie gesagt, aber das sind erstmal ja meine persönlichen Eindrücke und die kann man jetzt nicht nach ein paar Mal suchen, sage ich mal, mit dem Deos 2 so wiedergeben, wie wenn man das Teil oder den Deos, sage ich mal, 2 Jahre hat. Also ihr lernt immer weiter mit dem Gerät, wie ich mit dem Deos 1 auch. Ich habe den Deos 1 seit 2010, glaube ich. Ja, 2010. Und ich lerne immer wieder Neues dazu. Wie gesagt, und so wird es auch mit dem Deos 2 sein. Die Updates, die kommen dann, die werden es zeigen, ob der Deos 2 besser oder schlechter wird. Aber wie gesagt, ihr seid mit dabei. Ich gehe jetzt weiter suchen. Bis zum nächsten Fund. So, hier sind wir bei einem weiteren Signal. Vorab, ich muss mich wirklich für die Tongeräusche hier entschuldigen. Das ist extrem windig hier. Normalerweise würde ich sagen, bei so einem Wetter, wer rausgeht, der muss halt eine Waffel haben. Aber ich mache es für euch, weil ich wurde darauf gefragt, wie ich mit dem Gerät zufrieden bin. Nochmal vorab, ich bin mit dem Deos 2 sehr zufrieden. Von der Verarbeitung her. Also Leute, wenn ihr den Deos 1 kennt und jetzt den Deos 2, wisst ihr, da liegen Welten in der Verarbeitung zwischen. Aber nichtsdestotrotz, es kommt ja nicht nur auf die Verarbeitung an, es kommt ja darauf an, wie läuft ein Detektor. So, jetzt hier haben wir ein 77er, 78er Signal. Sehr stabil. Wie gesagt, ich habe eben gewechselt auf mein Ackerprogramm. Ich habe euch die Einstellung gesagt und jetzt wollen wir mal gucken, wie sich jetzt das Ackerprogramm hier verhält. Ihr müsst nochmal für die, die es am Anfang nicht mitbekommen haben. Ich bin ja mit dem Universalprogramm gegangen. Das ist mit dem Tief. Das Ackerprogramm mit dem General. Das heißt, hier ist die Multifrequenz. Arbeitet hier von 4 kHz bis 40 kHz. Bei dem Tief eben nur von 4 bis 14. So. Und da wollen wir mal gucken, wie das Ganze jetzt hier abläuft. Wie gesagt, es kommt mir hier nicht jetzt auf die dicken Funden an. Hier ist sowieso ein Acker, der ist abgelaufen. Es ist jetzt hier bei uns in der Gegend echt schwierig, einen freien Acker zu finden, wo keiner drauf war. Das könnt ihr euch ja vorstellen. Hier bei uns in NRW laufen genügend Sucher rum. Aber wie gesagt, es geht ja heute nur darum, wie macht sich der Deos 2. So, ihr seid wieder mit dabei. Ich packe die Fernbedienung weg. Wir fangen an zu graben. So, erstmal das Teil in die Tasche kriegen. So, das haben wir. Ja, Pino, der muss mich ärgern. Den muss ich nachher. Ihr wisst ja, ihr habt ja gefragt, was nimmt er gerne mit zum Sondeln? Ich habe gesagt, zwei unliebsame Freunde, wenn man Frust hat, wenn man nichts findet, auf die man eindreschen kann. Heute ist Pino alleine da, weil Daniel ist schon verdrescht. Heute kommt Pino dran. Er lacht zwar noch, er weiß aber, dass ihm gleich was anderes blühen wird. Schmeiß mir nochmal einen Deckel hin und ich mach das Loch für dich als Hockergrab größer. Nee, da kommst du als Hockerbeerdigung da rein. So, ist schon draußen oder liegt hier an der Ecke. Pino will mich wieder ärgern. Ich glaube, ich muss gleich mal das Video stoppen. Weil ich darf ja keine Zeugen haben. Na, war. Also hier in dem Knubbel. Wollen wir mal gucken. Ja. Wo ist es bei? Also hier bei. Oh, Pino, es ist scheinbar rund. Es sieht teilweise rund aus.
rund aus. Es sieht rund aus. Und es ist rund. Aber es ist nicht römisch. Zu rund. Es ist zu rund. Ja, Pino sagt schon, es ist zu rund. Hat er recht. Ich denke mir mal, es wird eine Münze aus dem 18. Jahrhundert sein. Ziemlich schmal, flach. Aber wirklich vom Signal her top reingekommen. Wie gesagt, ich mache es nachher mal ein bisschen sauberer. Hinter zum Fund Zusammenfassungsbericht werde ich euch noch da was drüber sagen. Zu Hause werde ich mal mit Wasser sauber machen. Ich werde jetzt natürlich nicht, weil das Video sehr schnell raus muss, die Funde, ich sag mal, jetzt so weit rein oder konservieren, dass sie top sind. Ihr werdet sie hinterher mal sehen, irgendwann, wenn ich mal Bock darauf habe. Okay, dann bis zum nächsten Signal. So, hier haben wir ein weiteres Signal, ein 85er Signal. Sehr stabil, sehr laut. Also ich habe die Kopfhörer an. Also ich kann das wirklich beurteilen. Und ja, wie gesagt, es ist schon ein Genuss, solche klaren Signale zu haben. Ich weiß, vielleicht kriege ich sie gar nicht so sauber mit wie ich durch den Wind. Aber ich kann es euch jetzt schon sagen, also ihr habt echt Freude mit dem Deus 2. So. Tiefer. Ach, oder sind in der Ecke irgendwo. Und ich grabe dran vorbei. Kann natürlich auch sein jetzt. Na? Okay, mit dem Pinpointer. Ich glaube, das ist einfacher. Boah, das ist echt anstrengend, gegen den Wind so laut anzureden. Ja, ein bisschen weg. Ne, das ist tiefer, glaube ich. Ja, das ist tiefer. So. Eimer. Also wir befinden uns jetzt schon fast auf 30 cm Tiefe. Na? Also hier in der Ecke muss es sein. Ist ja nicht so einfach, echt hier gegen den Wind anzukommen. Na, haben wir draußen, ja. Also hier in dem Knubbel ist es bei. Ja, ich glaube, es ist Schrott. Ja, ein Stück Blech. Oder? Ja, ein Stück Blech ist es. So. Wie gesagt, heute werde ich bei diesem Video alle Funde drin lassen. Oder zumindest für die erste Zeit, dass ihr das seht. Wir werden nachher auch noch andere Äcker besuchen, aber dann werde ich euch sagen, wir wechseln jetzt den Acker. Okay, dann bis gleich. Leute, wir haben den Acker gewechselt, weil dort hinten gab es noch wirklich Eisen an Eisen und Müll an Müll. Und Pino hatte noch einen Acker, weil er zuvor rumgefahren ist, ein Petto, ihr habt auch einen brachliegenden Acker. Hier versuchen wir unser Glück auf ein neues. So, meine Einstellungen sind soweit geblieben. Ich habe hier wieder das Ackerprogramm. Das Einzige, was sich geändert hat, ich habe hier eine Ground Balance von 80 statt von 81. Ja, und ich habe auch hier mal die Eisenlautstärke von 1 auf 3 erhöht. Und die Signalverstärkung von 4 auf 5. Das sind die einzigsten Änderungen. Ich hoffe, ihr versteht mich hier ein bisschen besser. Hier sind wir auch ein bisschen windgeschützt, weil wir in einer Kurve sind. Und ja, wie gesagt, hier habe ich das erste Signal. Ihr seid mit dabei. Ich hole jetzt erstmal die Fernbedienung raus, um zu gucken, wie stabil das Signal und was für eine Signalstärke ist. So, hier ist es. So, ich werde jetzt die Fernbedienung rausholen und dann gucken wir mal, was wir hier für ein Signal haben. Der Spaten ist zu nah dran. So, nochmal. Ah, so, da das seht, ein 71er Signal. 70-71. So, wir packen das weg und ihr seid wieder live mit dabei beim Ausgraben. Ich muss hier trotzdem brüllen, es ist immer noch windig, aber nicht mehr so windig wie eben. Ja.
dem Knubbel, der gerade abgefallen ist, sowas tiefer. So, zieh nochmal raus. So, das ist glaube ich noch drin. Aber dafür hat man ja seinen guten Pinpointer. So. Na? Nochmal aus, nochmal an. Also hier in der Ecke ist es. Ich hoffe nicht, dass er jetzt meinen Spaten angezeigt hat. Also hier muss es jetzt ein Spei sein. Na? So, hier ist es bei. Oh, ich glaube, das ist ein Stück Blei, oder? Ja, das ist ein Stück Blei. Okay. Dann werden wir uns gleich beim nächsten Signal. Und ich hoffe, dass es hier ein bisschen besser wird, als wir auf meinen. Aber wie gesagt, es kommt ja darauf an, wie läuft der Deus. Bis später. So, hier sind wir bei dem zweiten Signal auf diesem Acker. Und wenn ihr hier mal genau guckt, hier liegen noch die Maisstoppeln rum. Dann wisst ihr, wie lange der schon brach liegt. Okay, hier, das ist ein 90er Signal. Also geht hoch bis auf 92. Packt man die Fernbedienung weg. Ihr seid wieder mit dabei. Muss ungefähr hier liegen. Ja, ich hoffe, ihr versteht mich. Nein, ist noch drin. Immer noch drin. So, gucken mit dem Pinpointer, wo es genau liegt. Also in der Ecke. Noch ein Stückchen rüber. Ja, draußen. So. Ihr seid mit dabei. Hier ist es. Ich glaube, ich weiß schon, was das ist von der Jägerpatrone. Oder? Wir machen erstmal einen Pinpointer aus. Wir machen es frei. Oder ist es ein Fingerhut? Kann auch ein Fingerhut sein. Na, was ist es? Machen wir es hier vor der Kamera. Ein Ring würde es nicht sein, also das wäre ja zu schön. Na, oder? Nee, das ist eine Bronzetülle. Also, das kann ich euch mal ganz kurz erklären. Die wurden genommen. Früher, hier hatte man einen Holzgriff gehabt und hier wurde das Eisenwerkzeug, entweder ein Messer oder eine Eisensichel eingesetzt, um das Holz zu fixieren, dass das Eisen besser hält. Das ist so eine Bronzetülle. Ob die jetzt römisch ist, kann man nicht sagen. Also die kann durchaus römisch sein, muss es nicht. Die Dinger wurden bis in den 18. Jahrhundert so hergestellt. Okay, auf jeden Fall wisst ihr jetzt Bescheid. Bis zum nächsten Fund. Ja, Pino schwenkt da drüber, da brauche ich meine Fernbedienung nicht rausholen. Pino, was ist das für ein Signal? Lass mich mal rüber schwenken. Pino läuft mit der XY-Achse rum. Ja. Es ist, was für ein Signal? Stärke? 79 jetzt, aber warte mal. 79? Ja. Aber sehr stabil. Pino hat auch die 28er Spule drauf. Ja. So, und jetzt wollen wir mal gucken. So, Pino, geh mal weg. Ja, es ist auch nicht tief. Ich glaube eher, das ist irgendwo dazwischen. Wir nehmen mal nur den Pinpointer, bevor wir jetzt hier ein riesen Loch graben. Das muss hier oben drauf sein. Ja, hier muss er da wo sein. Soll ich mal einen Spatenstich machen? Hier.
Machen wir hier. Hier muss das sein. Heb tut mal raus. Na? Ja, hier noch. Es ist doch tiefer als wie gedacht. Tiefer als wie man denkt. Ne, immer noch. Oder ist das hier, geh noch mal, schwenk mal drüber. Schwenk du mal drüber. Also ich habe das Gefühl, das wäre hier. In der Ecke? Ja, ich habe mich auch eben ein paar Mal schon verlaufen. Aha, da ist er. Hier ist der Pfeil. Ja, irgendwo da. So, wir machen es mal so fest. Na, das ist es, ne? Ah, ist es das hier? Ja. Blei? Ein Riesenstück Blei, ja. Ja. Wenn man überlegt, boah, was das für Klumpen sind. Aber das sind ja auch hier Jungs, die hier suchen gehen. Also ich verstehe das manchmal nicht, dass die ihren Dreck nicht mitnehmen. Also das hier kann man kaum überlaufen. Das kann man auch mit dem Stromprüfer finden. Also so ein Klotz. Also das hat bestimmt gut 150, 200 Gramm. Okay, dann sehen wir uns gleich beim nächsten wieder. So, hier sind wir bei dem nächsten Signal. Ein 61er bis 63er Signal. Hätte ich früher immer gesagt beim Deus 1, das ist ein Volli. Mal schauen, ob es auch beim Deus 2 so ist. Aber ich glaube, hier kommen die Signale etwas, oder ich sag mal, die Objekte etwas höher. So. Ich meine damit die Römermünzen. Die werden garantiert mit einem höheren Leitwert angezeigt. So. So, hier muss er da wobei sein. Ist dabei. Und was haben wir hier? Ah, erstmal sauber machen. Ich sehe es selber nicht. Na? Was könnte es sein? Ein Stück, ich würde mal wieder sagen, ein Stück Blei ist es. Oder ist es eine Blombe? Da ist nämlich was drauf. Lassen wir mal gucken. Ja, das ist ein Stück von der Blombe. Ziemlich, ja, weil sie kaputt ist. Also man konnte das schlecht erkennen. Hier kann man nicht sehen, da ist auch ein Schriftzug drauf. Also nichts Altes. Okay, dann bis zum nächsten Fund. So, ich bin neben Pino. Pino hat auch gerade ein Signal. Da trifft sich gut. Pino, ich schwenk mal drüber. 87. 87, ihr guckt. Eine schöne diagonale Linie. So. Bisschen tiefer. So. Pino, dann grab mal aus. Raus? Ich glaube ja. Oder noch drin? Noch drin, ne? Ja, ist noch drin. Ist noch drin. So, das ist Pino Spaten, den er diesmal nicht stehen gelassen hat. Den lasse ich auch nicht unbedingt, das ist aber tiefer, glaube ich. Ist tiefer? Ja. Ah, jetzt ist draußen. So, ist draußen. Ganz klares Signal. Ganz klares Signal, Pino, dann grab mal aus. Ganz oder klares Stück Blei. Oh, warte mal, ist das schon? Eine Münze, wir haben eine Münze. Ja. Die soll nicht drüber reiben, ich weiß aber, die ist auch sehr gut. Ja. Ja, die Leute wollen ja immer wissen, was das ist. Sehr dünn, also zu. Also wahrscheinlich so 1800 irgendwas. Ja. Aber wie ein weiser Mann gesagt hat. Münze ist Münze. Münze ist Münze. Okay. Genau. Okay, dann bis nachher. Ich denke, wir werden jetzt weiter zum anderen Acker fahren. Hier ist es wirklich auch mühsam zu laufen. Hier waren so viele Leute schon drauf. Also für uns uninteressant, aber ich mache das ja wegen euch, dass ihr mal seht, wie das funktioniert. Alles klar, dann bis nachher. Hier haben wir ein 62er Signal. Pino war zu schnell beim Graben, aber ihr seid mit dabei. Ich gehe nochmal. Na? Bruno, wo hast du? Ist doch drin. Ach, noch drin? Ist in der Kante. In der Kante ist es drin. Pino greift aus. 62er Signal. Das ist ein neuer Acker, wo wir jetzt drauf sind. Der ist aber auch scheinbar abgesucht. Ich könnte jetzt nach links schwenken. Wir haben auch Besuch von einem anderen Sucher hier auf dem Acker. Aber der geht schon. Ich weiß nicht, ob er uns erkannt hat, wie auch immer. Ich denke eher, der hat keine Genehmigung hierfür. So. Was hast du, Pino?
Driss, glaube ich, ne? Driss? Ja. Splitter, oh, ein schönes Splash. Ja. Das bezeichnet Pino als Driss. Super. Aber so ist es eben halt. So, dann bis gleich zum nächsten. 84er Signal, Pinus rüber geschwenkt. Ziemlich laut. Es ist Pinus Signal. Wir wollen das direkt klarstellen. Ich soll das nur ausgraben. Ich bin ja ehrlich. Natürlich, wenn es ein Denar ist, ist es meins. Mal schauen, was wir hier haben. Ich glaube, hier haben wir es schon, oder? Ne? Doch, das muss es doch. Hä? Doch, hier ist es doch. Was haben wir da? Einen schönen Splitter. Auf jeden Fall deiner. Ach, Pino ist so freundlich, er lässt mir den Splitter. Okay, dann bis zum nächsten. So. Da melde ich mich wieder. Mensch, ihr könnt euch nicht vorstellen, hier auf diesem Acker sind alle zwei, drei Meter Granatsplitter, oh, welche Sachen. Und da ist eine riesen Streuung drauf. Also entweder nehmen die Leute heutzutage nicht mehr ihren Schrott mit oder es laufen hier extrem wenige, was ich wiederum nicht glaube. So. Ich versuche es jetzt nochmal auf ein neues. Ich mache nochmal die Kamera an. Ich habe schon mittlerweile den zweiten Akku drin. Das kann ich euch gar nicht alles zeigen. Also dann haben wir hier wieder eine Spielfilmlänge, sage ich mal, von über 2 Stunden. Also ich werde jetzt alles rausschneiden. Ich werde jetzt, ab jetzt, wirklich nur noch Topfunde machen. Ne? Also wie gesagt, Topfunde machen, Topfunde euch zeigen. Also wenn es dem so ist. Ansonsten werdet ihr heute Nachmittag, ja, oder am frühen Abend die Zusammenfassung kriegen, was alles gekommen ist und mein Fazit zum heutigen Tag. Also ich bin sehr positiv überrascht über den Deus 2. Also ich kann nicht Negatives feststellen. Ich kann aber auch jetzt, ich bin ehrlich, keine Weltneuheit euch hier präsentieren. Also das wird vielleicht die Zeit bringen, aber er läuft top. Also im Gegensatz zu vielen anderen, die im Internet sagen, der wäre scheiße. Also das kann ich euch schon mal beruhigen. Also ich finde ihn nicht scheiße. Ich finde ihn gut. Er läuft sehr ruhig, sehr sauber, auch von den Signalen her. Die kommen sehr knackig und sehr stabil. Und er ist sehr punktgenau. Also wie gesagt, top einfach. Aber nichtsdestotrotz, wir sind ja hier für die Funde. So, hier wo etwa der Stein liegt, ist das Signal. So. So, ich stecke jetzt nochmal die Schaufel rein. Wir kontrollieren das. Ihr seht ja selber, 88, 86. So. Ich packe die Fernbedienung weg. Ist auch nicht sehr tief. Vom Signal aus her. Nein. So. Hier vorstechen, gucken, nur die kleine Ecke raus. Ja. In dem Haufen ist es. So, ich pack den Detektor weg. Ja, wie gesagt, hier überall Schaben, Ziegel en masse. Echt, hier läuft man wirklich über Ziegel. Aber auch sehr viel Schrott. Ach, ich sehe jetzt schon, es ist eine Münze, hoffe ich. Bitte kein Knopf, echt. Kann ich heute gar nicht mehr vertragen. Also so viel Schrott habe ich in den letzten Jahren nicht ausgegraben. Ja, oder? Knopf? Nein. Nein, Münze. Aber auch keine Römermünze. Also da bin ich ja ehrlich, das wird auch wieder eine Münze aus dem 18. Jahrhundert sein, die ziemlich runter ist wie heute Morgen. Die erste Münze. Aber darum jedes Jahr ja. Heute ist eigentlich nur der Testlauf für den Deus 2 auf dem Acker. Okay, dann sehen wir uns gleich beim nächsten Fund wieder, wenn es ein ordentlicher ist. Also bis gleich. Da bin ich wieder. Hier mit einem guten Signal. Ach, das gute Signal, das habe ich jetzt mindestens schon 20 Mal gehabt. Aber
schaut, ist ein 85er Signal. Eigentlich ein DNA-Signal. Das sagst du schon die ganze Zeit. So jedem Granatsplitter, du bist ein DNA. Okay. So, draußen. So, das ist draußen. So, unter dem Stein. Spinpointer. Ah! Ich glaube, es liegt drauf. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. So, das erste vernünftige Teil. Das ist eine römische Schnalle. So, ihr könnt das sehen. Toll, die ist auch bestimmt noch von der Patina her schön. So, das ist heute mein erstes richtig gutes Teil. Obwohl, ja, die zwei Münzen. Man sagt ja immer, Münze ist Münze, aber das ist heute das erste römische Teil. So, dann melde ich mich gleich wieder beim nächsten guten Fund. Also ich werde heute jetzt nur noch die guten Funde machen, weil sonst wird das Video zu lang. Bis gleich. So, hier habe ich wieder ein gutes, positives Signal, 82. So, nochmal. So, ich packe die Fernbedienung weg. Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Schrott es mittlerweile ist. Das sage ich zwar bei jedem Signal, aber ich werde euch nicht alles zeigen. So, hier muss es bei sein. So. Und ich sehe es, eine Münze. Pino, endlich eine Münze. Ich glaube, ich werde dich verschaffen, das ist eine Münze. Ein blindes Huhn findet doch auch mal ein Korn, oder? Ja, leck nochmal. Ich weiß jetzt, wie viel Granatsplitter mittlerweile. Ach, da. Da steckst du. Oh, Volli? Bitte. Ich weiß es nicht. Eben war ein Dings. Na, mal gucken. Nein! Ein DNA! Ein DNA! Ich werde bekloppt. Ey, der Acker ist ja. So Leute, eben ist mein zweiter Akku leer gegangen. Jetzt sind wir zum Auto gegangen. Wir haben aufgehört. Also heute ist der Tag ziemlich gut verlaufen. Das werdet ihr nachher sehen. Ja, aber ich weiß nicht, ob ihr das noch zum Schluss gesehen habt. Aber gleich kommt ja die Fundzusammenfassung, die ich jetzt mit Pino war machen werde. So, vorab erst. Ihr seid ja interessiert, wie war heute der erste Tag mit dem Deus auf dem Acker. Pino war heute mit dem Deus das erste Mal auf dem Acker und ich war heute das erste Mal auf dem Acker. Also ich kann sagen, all die Gerüchte, die im Internet kursieren, der Deus 2 wäre schlechter als der Deus 1, er würde unruhiger laufen und was weiß ich, die 06, die würde nur kleine Aluteile hervorheben und was weiß ich nicht all. Also Leute, gebt da nicht viel drauf, macht eure Tests alle selber. Also ich kann sagen, Pino kann sagen, also Pino, also jetzt mal für dich, läuft der Deus 2 schlechter als der Deus 1? Auf keinen Fall, nein, der läuft gut, der läuft richtig ruhig. Ja. Man muss sich ein bisschen umgewöhnen mit dem Einstellen, aber nicht viel. Das geht, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, hat man das drauf. Und also der läuft richtig gut. Ich bin damit auf jeden Fall auch zufrieden. Ja, jetzt aber mal vor allem. Er ist sowas von stabil von der Anzeige, Leitwertanzeige. Ja. Und ja, die Laufruhe. Allein, dass man hier schon mit einem Sens von 96 ohne Probleme laufen kann. Also Leute, also ich weiß, wie gesagt, ich rede jetzt von mir. Ich rede jetzt nicht für andere. Also ich laufe mit dem Deus 1 seit 2010. Also wir haben jetzt 2022, also 12 Jahre, also... Wer kennt den Deus nicht besser als ich? Also ich kann mit Gewissheit sagen, also mir macht keiner was mit dem Deus vor. Und vor allem, ich sage, heute war das erste Mal, ich will den nicht über den Kamm jetzt so loben, aber ich muss euch jetzt mal was zeigen jetzt. Guckt mal hier, von einem Acker, und wir reden von einem Acker, der jetzt im Hintergrund ist, Bino, Fußabdruck an Fußabdruck. Das Ding ist so abgelaufen und sowas, also bestimmt von 10, 20 Mann. So viele unterschiedliche Füße und Löcher und Grabungsspuren, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und das nur von diesem Acker. Guckt mal, das sind bestimmt 5 Kilo Schrott, wenn nicht noch mehr. Also hunderte von Teilen in allen Größen, Varianten und die Funde.
kamen in sämtlichen Tiefen. Und vor allem, das war unser dritter Acker. Wir waren hier nur knappe 3 Stunden, wenn überhaupt. Ja, drei. Wenn über 3 Stunden. Und ich kann euch sagen, und jetzt guckt erstmal, was wir an guten Teilen gefunden haben. So, und der Pino hat heute, muss ich sagen, heute ist Pino Findekönig. Also, das kann ich nicht stoppen, aber meine Teile kommen zum Schluss. Wir fangen erstmal an mit dem ersten Teil, was Pino gefunden hat. Wir gehen jetzt hier drauf. Ich hoffe, man sieht es. Ich hebe es mal hoch. Das ist, da waren wir noch keine 5 Minuten drauf und da hatte Pino den ersten Goldring gefunden. Wie alt er ist, können wir noch nicht sagen, aber hier mit Fingers an. So, Pino, jetzt mach mal, tu mal deine Funde selber hier präsentieren. Ja. Pass auf, ich tu die Kamera mal so und du hältst das dann davor. Dann kam noch hier das Ass. Ein Ass wird auch noch ziemlich gut sein. Ich habe jetzt noch nicht dran rumgerubbelt oder so, nee. Ich will den nicht kaputt machen. Nee. Ich glaube, das ist noch gut, das ist noch ziemlich dick. Ja. Dann hier nochmal ein 8-Teller-Stück. 8-Teller-Stück. Silber. Silber, genau. Ja. Weiß nicht, ob man das gut erkennen kann. Klein natürlich. Ja. Ja, eine Schnalle. Die auch noch relativ sehr schön ist. Eine schöne Schuhschnalle. Schöne Schuhschnalle, genau. Ist das der Volli? Ja. Das ist eine Volli. Ja. Kann man nicht so gut erkennen. Und ja, hier sind noch ein paar andere Vollis, die zeige ich jetzt mal nicht, aber das schön. Aber jetzt das kommt natürlich Stück. Das Hammerteil. Und Leute, wenn ich sage, das ist ein Hammerteil, für das Teil wäre ich auch durch die Gegend gesprungen. Da habe ich noch zu Markus gesagt, ich glaube, das ist was Gutes. Da guckte die Öse von raus. Ja. Ich zeige mal von der Seite. Und jetzt können wir auch gucken, das ist ein Phallus-Anhänger, wirklich einer der Top-Stücke. Also wirklich das komplett gerade. Ich wollte es eigentlich schon sauber machen, aber habe ich noch nicht gemacht. Pino nimmt nachher in den Mund, vielleicht wird er da was größer. Genau. Also das ist ein richtig geiles Teil. Nicht ein kaputt, Top perfekt. Teil, ne? Ja, ein perfektes Teil. Also ich glaube, der sieht richtig gut aus hinterher. So, die Follies sind auch noch 2 Stück dabei. Pino hat jetzt insgesamt an Münzen gefunden, wo ich jetzt gucken kann. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die Schnalle, den Ring und den Phallus-Anhänger. So, jetzt komme ich mit meinen Funden. Die sind natürlich nicht so, ich sag mal, proper. Aber es ist auch 1, 2 Teile dabei. Jetzt hier, ich sag mal, das Bronzeteil vom 2. Acker, wo ich gesagt habe, für ein Messer, was man, ich sag mal, damit schaftet an dem Holzstiel. Dann kommen hier oben die ersten 2 Münzen, die ich heute gefunden habe. Das sind, glaube ich, Stüber oder sowas, also nicht silbernes. Also Kupferstüber, oder? Ne, der ist so tatsächlich Silber. Hey, hier. Ja, hier kann man den Rand. Also Pino kann es bezeugen. Ja. Siehst du das? Hier, der ist Silber. Nee, der ist Silber, aber könnte trotzdem Stüber. So, Silber, ich denke mir mal, hier kann man das sehen. Ich werde zu Hause, es wird ein Silbergroschen sein. Also, ich denke mir mal, das wird ein Silbergroschen. Ich sag mir bloß, dass der eine auch noch Silber ist, dann scheißt die Wand dann. Okay. Nee, ist er nicht. So, dann habe ich auf dem Acker als nächstes hier die römische Schnalle gefunden. Die ist zwar auch noch schön, aber von der Patina, ich konnte es sehen jetzt hier, weil sie in dem Döschen nach, also die geht ab, also die ist nicht mehr von der Patina her so toll. Dann habe ich ein Silberteil von einem irgendetwas gefunden. Ja, ich kann es euch nicht sagen, das wird von einem Anhänger sein. So, dann, wo ich gesagt habe, eben scheiß die Wand an. Ja, genau. So, das ist geil. Ja, das ist ein Denar. Also der erste Denar mit dem Deus beim ersten Gang. Also ich kann sagen, ich bin damit sehr zufrieden. Das ist ein Vespasianus Denar. Das kann ich euch noch sagen. Und ich habe insgesamt noch 3 Follies gefunden. So, zwei. So, also Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3. So, nehmen wir das erstmal weg. Jetzt nehmen wir wieder die Kamera ab und kommt nochmal rein. Nippel. Also nochmal, Leute, Fazit für den heutigen Tag, für die heutige Suche. Also mit dem Deus 2, muss ich sagen, war top gewesen.
Also ich will jetzt nicht zu weit über den Kamm loben. Ich hätte das natürlich auch mit dem Deus 1 bestimmt gefunden. Aber wir haben echt gemerkt, wir haben wirklich zwischen Eisen und zwischen dem Ganzen noch das Ganze rausholen können. Und wie ihr seht, wir haben 5 Kilo Schrott. Entweder waren die anderen zu blöd hier zum Suchen oder sie haben es wieder zurückgeschmissen, was ich aber nicht glaube, weil es hier wirklich schwer war, weil hier wirklich eine hohe Mineralisation im Boden ist. Oder das ist ja ungemerkt. Ja, ja, viel Eisen auch. Eisen, die Steine, extrem viele Hot Rocks hier. Ja, wie gesagt, war heute ein Top-Tag. Für das erste Mal mit dem Deus auf dem Acker. Ja. Dann kommen wir jetzt mal zum Schluss, sonst wird das Video extrem lang. Ich werde natürlich, guckt es euch wirklich bis zum Schluss an, weil ich jetzt sagen werde, ich kann nicht jeden Schrottfund, wo die Kamera an war, machen. Ich werde das wirklich kürzen müssen. Ich muss es kürzen. Es werden die guten Funde kommen, es werden auch ein paar Schrottfunde kommen, aber es wird gekürzt, das Video. Ja, nochmal zum Schluss. Einen großen Dank an meinen Sponsor Jochen Reifenrad von www.abenteuer-schatzsuche.de. Danke Jochen, da hast du mir echt was Gutes getan mit dem Deus 2. Ich freue mich wirklich auf die nächsten Runden mit dem Teil. Und ja, ihr werdet wieder mit dabei sein. Das Video werde ich morgen online setzen. Ich habe ja versprochen, ich werde das machen, wirklich zeitnah. Ein Deus 2 Video online setzen, so, und die nächsten kommen nach und nach dementsprechend, wie ich rauskomme. Beim nächsten Mal wird wieder Pino mit dabei sein, denke ich mir mal, und unser Daniel wird auch dann dabei sein, und ja, wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal. Also bis dann, tschüss, euer Markus.